Bevor das Video beginnt, möchte ich euch bitten, rechts oben beim i bei dem Amazon-Video vorbeizuschauen. Da erfahrt ihr, wie ihr Amazon Prime, Prime Video, Prime Musik und Audible kostenlos bekommen könnt. Heißt, gratis Premium-Versand von Amazon, heißt jetzt vor Weihnachten nochmal zack, zack, irgendwas bestellen. Heute bestellen, morgen da ungefähr. Prime Video, ihr könnt kostenlos Filme, Serien, was auch immer anschauen, beziehungsweise sogar herunterladen und unterwegs anschauen. Genauso wie bei Musik, da funktioniert das ähnlich. Und Audible, Hörbücher, weiß jeder, könnt ihr euch anschauen, lohnt sich. Und das lohnt sich gerade jetzt vor Weihnachten, das habe ich auch gemacht, weil man einfach bei Regentagen, bei Schnee oder kaltem Wetter gerne mal einen Film daheim schaut oder einfach Musik mit der Familie hören will, irgendwas Weihnachtliches neben dem Weihnachtsbaum oder was auch immer beim ersten Advent erstmal so ein bisschen Musik hören. Ich finde das eigentlich ganz cool, deswegen schaut einfach vorbei und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Video. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Koop Spielerkarriere zusammen mit dem Jan. Hallo! So, und da möchte ich dann noch kurz sagen, Jan hat eine krasse neue Kameraperspektive. Absolut. Das ist heftig, das sieht mega cool aus. Ich weiß noch nicht, wie das nebeneinander aussieht, aber an sich sieht die voll cool aus. Und ihr könnt natürlich seinen Channel rechts um meinem i abchecken. Da wird dann auch die nächste Folge kommen, denn wir machen, das haben wir ja schon öfter mal gesagt, immer so, dass eine Folge bei ihm kommt, eine Folge bei mir, eine Folge bei ihm, eine bei mir, immer so weiter. Und in der heutigen Folge bei mir haben wir das Spiel gegen Gladbach. Dann fängt die Wintertransfersphase an. Da haben wir ungefähr dann 2,5 Wochen auch Pause. Können immer mal zwischendurch ein Training machen. Ich bin sehr gespannt, ob wir nicht sogar ein Angebot bekommen. Könnte sein. Weil wir sind ja recht gut, man sieht es hier. Platz 1 natürlich bin ich. Platz 3 ist Jan. Dafür ist er bei den Vorlagen auch ziemlich weit oben auf Platz 2, glaube ich. Da bin ich gar nicht drauf, aber ist ja egal. Also wir sind beide gut. Ja, mal bin echt gespannt, ob wir da ein Angebot bekommen. Es könnte sein, ja. Ja, und danach haben wir noch das Spiel gegen Leipzig. Also zwei Spiele, die nicht ganz so einfach sind. In der letzten Folge wurde ja auch ausgelost, dass wir im Champions League Achtelfinale gegen Barcelona spielen. Das war da gerade hier, Alter. Hier, nicht leicht. Barcelona ran, also das wird auch crazy, ja. Leute, wir haben übrigens heute einen richtig krassen Aufnahmetag, wo wir ganz, ganz viel aufnehmen. Deswegen, ja, verzeiht es uns, wenn wir eventuell, ja, nicht so perfekt on point sind. Das ist schon. Das oh, ist viel, ich habe eine Lampe vergessen. Das ist viel zu früh. Ups. Alter. Oh Mann. Okay, wir starten rein. Let's go. Immer du. Was ist das hier, Mann? Ja, ich bin der Spieler im Fokus, Alter. Ich bin auch voll im Fokus. Ja, eigentlich schon, stimmt schon. Du warst die letzten beiden oder letzten vier Spiele richtig krass am Start. Absolut. Naja, jedenfalls 17. Borussia gegen Borussia. Keine Ahnung, ob das ein Derby ist, aber ja, keine Ahnung. Schon ein bisschen. Bisschen so, ne? Keine Ahnung, passt schon. Machen wir, ich hoffe, das gewinnen wir, dann passt die Sache. Ich habe 15 Spiele übrigens gespielt und 14 Tore gemacht. Heißt, ich müsste jetzt wieder Doppelpack machen, um 16-16 zu kommen. Wir sind auf Platz 1. Aber nur ganz knapp. Nur ganz knapp, ja. Also wir dürfen hier nicht verlieren. Das wäre ziemlich schlecht. Oh, die Nummer 12. Da ist er. Guckt ihn euch an. Ohne Kapitänsbinde heute leider. Lächerlich. Oh, man braucht einen Trainer. Ah, lol. Ich brauche einen Trainer und du nicht. Ist das nicht cool? Oh! Ja, cooler Typ. Witzel, Junge, was? Eine Maschine. Yes! Ich wollte gerade schon Sané sagen, aber dann habe ich doch mich zurückgehalten und dachte so, warte, nee, das kann nicht richtig sein. Nee, Witzel. Genau, der spielt übrigens jetzt auch Kagawa und Toprak. Also jetzt werden die Hochkaräter ausgepackt bei Dortmund. Ja, krasse Spieler kommen jetzt. 1-0, 17. Minute, Witze. Unser guter Mischak hat da richtig... Ja, ja, der hat sich gedacht, jetzt gearbeitet. Packen wir aus. Ist der dann auf dieser Best... Oh, nice. 1-1. Ah, Gladbach ist natürlich eine gute Mannschaft, aber das ist schade. Das ist nicht so cool. Halbzeit, Leute, 1-1. Alles noch möglich für beide Mannschaften. Ja, wir haben noch nicht so die großen Chancen gehabt, eigentlich. Ja, wir müssen noch ein bisschen drauflegen in der zweiten Halbzeit. Auf jeden Fall. Okay. Oh, shit.
erstmal den Ball 20 Meter zurückging. Oh, was ein Einsatz. Jetzt wird richtig Power gegeben hier. Unser Bundesligaspiel haben wir... Ja, der hat auch Bock. Oh, Junge, das war so krass. Oh, nice. Ja. Das war so krass, ey. Ohne Spaß. Wow. Das machst du voll oft. In meiner letzten Kurbfolge hast du auch einfach den Ball liegen gelassen und bist weggegangen. Das sah auch so ähnlich aus. Was machst du denn manchmal? Dass sie nicht so lang immer sind. Oh, was ein Ding, Junge. Marco Reus ist ein Tier. Ist der krass. Was ist das denn? Läuft bei ihm. Alter, das ist ein Schuss. Oh, guck mal, eine Torvorlage hier. Ich meine, also das Tor... Eigentlich war die Torvorlage besser als das Tor, aber... Der Schuss war schon nicht schlecht, muss man ja auch mal sagen. Das war's. 2-1 durch diesen krassen Schuss von Reus. Ich habe in diesem Spiel fast gar nichts gezeigt. Du ein bisschen was, aber auch nicht so die ausschlaggebenden krassen Schuss. Immerhin eine Torvorlage gemacht. Ja, das schon, aber wie gesagt, es waren jetzt nicht so, manchmal hauen wir ja Eckbälle raus, die halt dann aufs Tor oder daneben das Tor gehen. Oder irgendwelche krassen Time-Finish-Schüsse, wie deine immer so. Ja, meine, also ich hatte einen, der war schon auch wieder sehr gut. Ja, aber das ist irgendwie heute, in dem Spiel war das bei mir gerade gar nicht der Fall. Naja, jedenfalls machen wir jetzt erstmal ein Training. Okay, Leute, wir haben hier, das Bild ist irgendwie weg, aber wir haben hier die Kandidaten des Bundesligaspieler des Monats. Witzel von Dortmund, was? Reus von Dortmund, Mike von Dortmund und Delaney von Dortmund. Das ist ein Scherz. Also erstens, dass du nicht dabei bist, ist komisch. Also du wirst. Ich hatte einen Hattrick im ersten Dezember-Spiel. Und jedenfalls ist es ganz, ganz witzig, dass alle von Dortmund sind. Also gibt nur Dortmund-Spieler hier. Von dem Bundesligaspieler des Monats, Dezember. Ja, aber ich bin auf jeden Fall Kandidat. Ich bin gespannt. Ich bin schon zweimal geworden. Hier, dann gibt es noch die Stürmer-Kandidaten. Da gibt es ein Bild. Lewandowski, Messi, Suarez und Ronaldo werden entweder einer von denen wird halt Stürmer des Jahres. Warum ich da nicht dabei bin, weiß ich nicht. Nein. Ja, bin gespannt. Okay, bisher ist kein Angebot für uns reingekommen. Wir sind am 18. Januar. Und, ja, keine Ahnung, ist schon ein Spieler des Monats bekannt? Nee, ne? Das ist noch nicht bekannt, schätze ich mal, weiß ich nicht. Trainer des Jahres ist bekannt. Alter. Es ist nicht Mischak, glaube ich. Ja. Juve-Trainer, war. Genau. Ah. Oh, ah, doch. So unfair. Ja, na, der dritte. Okay, dritte. In Folge sogar. Ja, dritte in Folge, Spieler des Monats Award. Geht an mich, yeah. Also das mit dem Dezember, also die anderen beiden, November wäre so, da war ich auch mit der Auswahl, da hätten wir es beide verdient gehabt. Das ist nicht unverdient, dass du es bekommen hast, aber im Dezember, dass ich noch nicht mal mehr einer der Kandidaten war, ist absolut lächerlich. Das ist echt lächerlich, das stimmt, muss ich echt zugeben, aber ich habe nichts dagegen, dass ich den nochmal geholt habe. Kein Problem. Leute, Jan hat einfach eine 77 und ich habe eine 73. Guck mal, da sieht man es ja auch schon. Guck mal, Mike räumt ja alles ab. Ich bin einfach der bessere Spieler. Okay, Leipzig gegen Dortmund. Was ein Hammerspiel und das auch noch in Leipzig. Ich bin gespannt. Lasst die Spiele beginnen. Ja, das erste Rückrundenspiel hier auch. Also. Ja, das stimmt. 18. Spieltag jetzt, also... Wow. Oh! Lol. Komm. Wir können mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir, wenn wir jetzt hier im Winter nicht wechseln, ob wir im Sommertransfer, da haben wir dann ja eine Saison quasi bei Dortmund gespielt, finde ich immer ganz passend, so eine Saison, und dann kann man sich was Neues aussuchen. Können wir mal reinschreiben, zu was für einem Verein wir wechseln sollen. Am Tor! Meine Flankenvorlage und die kommt nicht von mir. Ja, als ob du alle Flanken machen würdest. Ja, natürlich. Aber Kagawa macht das 1-0. Starke Leistung. Jetzt brauchen sie uns nicht mehr. Irgendwie. Ich war zwar auch da, hab mich aber gebückt. Und Kagawa macht ihn dann rein. Pfosten drin. Bisschen Glück. 1-0. Mal wieder nach 16 Minuten. Vorhin waren es, glaube ich, 17. Läuft. Wie ich einfach nicht will, dass ich... Jetzt. Oh, jetzt. Guck mal, das ist doch ein super Pass. Weiß gar nicht, wie du noch besser sein willst. Ja, guck mal, wie scheiße er wieder abschließt. Dein Spaß. Ja, der Pass war tatsächlich cool, aber das gelingt nicht immer.
War eine gute Chance, leider der Torwart gehalten. Der Schuss war wirklich nicht schlecht, hätte ich auch nicht viel besser gemacht, glaube ich. Ich wollte eigentlich Time Finishing, aber es hat einfach gar nichts angezeigt, obwohl ich zweimal gedrückt habe. Es war zu gut gedrückt. Ja, ja, klar. Noch besser als grün einfach. Es hat den Balken zum Explodieren gebracht, ja. Deswegen wurde nicht angezeigt. Oh, das war stark. Ach, das gibt's doch nicht. Wie er mich jetzt lobt. Ja, das war ja auch gut. Ja, danke schön. Weiß ich natürlich. Weiß ich zu schätzen, Mann. Nein, auf jeden Fall schade. Du hattest zwei gute Chancen. Leider keine drin. Ansonsten hatten wir noch nicht viel. Also wie gesagt, die zwei Chancen und vorhin Kagawa nach der Flanke. Lol. Tschüss. Ja, aber sonst ist noch nicht viel passiert. Ich hab ein bisschen zu lange gewartet, es tut mir leid, aber ich wusste nicht, was ich tun soll. LOL! Als ob so einer da reingeht! Was ist denn los? Das ist doch traurig. Ich hab dir so ein Tor gegönnt, weil du auch zwei wirklich gute Chancen hattest. Und dann geht einfach ein Kopfball aus ungefähr 500 Metern ins Tor. Alter, 16 Meter, 16 genau 16 Meter. 16 Meter, Kopfball geht rein. Witzel mit seinem dritten Bundesliga-Tor. Ich meine, ich habe nichts dagegen. 2-0. Aber wie gesagt, also. Was ist das für ein scheiß Torwart? Weißt du, mein Ball hält er. Ja. Voll gut. Eigentlich gar nicht schlecht geschossen und so. Also, ja, eben. Und voll stramm auch. Und das, weißt du, ein Kopfball aus 16 stramm. Metern. Ja, das ist echt. Also, das ist schon ein bisschen lächerlich, weil, wie gesagt, die hätte ich ein Tor gegönnt. Und naja. Ich hätte es mir auch gegönnt. Oh, nein, aber nein. Mir würde ich auch mal wieder ein Tor gönnen. Ich habe, glaube ich, die letzten drei Spiele gar nicht mehr getroffen. Ja, er tötet mich. Ja, eine Vorlage. Was ist das hier für ein Game? Wie ist das möglich? Ich, eine Vorlage. Jawohl, Pulisic, 3-0. Ich verstehe nicht. Er hat dich auf jeden Fall eliminiert. Ich hab das vorhin gar nicht so richtig gesehen, weil ich halt auf den Pass konzentriert war, dass ich eine Vorlage mache. Und ja, der hatte richtig Bock, mal reintreten. Jetzt, please, Jan! Ja! Das kann doch nicht sein. Mann! Das hättest du machen müssen. Ja! Also, du hattest jetzt drei wirklich gute Chancen. Und das war die allerbeste. Ach, scheiße. Boah, hau den Torwart mit ins Tor. Wenn der Ball nicht reingeht, dann mit dem Torwart. Lol. Schade. Echt schade. Das war's, aber es ist echt schade, Leute, dass Jan hier kein Tor gemacht hat. Das wäre so verdient gewesen. Ja, ich habe auch keins gemacht, die letzten drei Spiele nicht. Passiert halt mal. Aber wir haben auf jeden Fall mit 3-0 gewonnen. Starkes Spiel und ja, ich hoffe, dass es bei Jans Kanal weitergeht. Also rechts oben in den Infograd vorbeischauen und vielleicht werden wir da sogar tatsächlich bekommen, wenn ein Transferangebot oder so. Also guckt vorbei, verpasst nichts. Guckt die Playlist auch rechts oben im i. Ich hoffe, dass ich das noch einblende, noch dran denke. Ja, das war's jetzt. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.